Prince of Persia. Eine Spielreihe voller Innovation. Es setzte damals neue Maßstäbe im Bereich des Plattform-Gaming, stieg wie ein Phönix aus der Asche und revolutionierte das Parcours-System der 3D-Ära. Auch Disney gab sich die Ehre und verfilmte ein Abenteuer des Prinzen von Persien. Und ganz nebenbei ist der Prinz auch für dieses Franchise hier verantwortlich. Ich spielte kürzlich den Ableger The Sands of Time und sinnierte über meine ersten Berührungspunkte mit dem Franchise. Dabei fiel mir der Ableger auf dem Super Nintendo ein. Und ob das eine würdige Umsetzung des Meisterwerks ist oder nur ein gut gemeinter Versuch, das klären wir nach dem Intro. Bei Prince of Persia handelt es sich um ein Action-Plattform-Adventure, welches 1989 von Jordan Magner für den Heimcomputer Apple II entwickelt wurde. Nach und nach folgten weitere Veröffentlichungen, beispielsweise für den Amiga oder auch für Windows DOS, was du gerade sehen kannst. Das Spiel galt seinerzeit als wahre Innovation, da das erste Mal mit Hilfe von Rotoskopie, einer Technik, welche man auch für Animationsfilme nutzt, menschliche Bewegungen realistisch dargestellt wurden. Außerdem setzte das ausgefeilte und actionorientierte Kampfsystem neue Maßstäbe. Also kein Wunder, dass so ein innovatives Spiel auch auf anderen Plattformen erscheinen würde. Und so erschien das Spiel beispielsweise für den Game Boy, dem Sega Mega Drive, dem NES und vielen weiteren Plattformen. Manche Versionen erhielten eine stark verbesserte Grafik, andere hingegen eine musikalische Untermalung. Und Spiele wie für den Game Boy wurden stark limitiert, aber es handelte sich immer um das gleiche Game mit den gleichen 13 Level. 1992 bekam auch das Super Nintendo eine Version des Spiels, welche von Arceus Software entwickelt und von Konami vertrieben wurde. Diese Version erweitert das Grundspiel um Längen. Genauer gesagt kann man hier auch von einem Remake sprechen. Doch worum geht's eigentlich im Prince of Persia? Nun, der Sultan des Königreichs ist außer Lande, um Krieg zu führen. In seiner Abwesenheit soll die Regentschaft sein Großvezier Jafar übernehmen. Und by the way, du bist nicht der Einzige, der jetzt an Aladdin denken muss. Doch wie sich herausstellt, ist der Großvezier kein adäquater Vertreter des Sultans, denn er regiert mit eiserner Faust und verbreitet Angst und Tyrannei. Das Einzige, was zwischen Jafar und der vollkommenen Herrschaft steht, ist die junge, hübsche Tochter des Sultans, welche er zu ehelichen versucht. Und warum auch nicht? Sie hat blaues Blut, ist hübsch und reich zugleich. Also eine gute Partie. Zu dumm nur, dass ihr Herz bereits uns gehört, einem fremden Abenteurer, welcher über die Palastmauer kletterte, um die Prinzessin zu sehen. Als Jafar das herausfindet, lässt er uns abführen und in den Kerker werfen. Die Prinzessin hingegen wird in ihre Gemächer gesperrt. Jafar bittet sie nochmal, ihn zu heiraten, doch als sie wieder ablehnt, beschwört er eine riesige Sanduhr. Die Prinzessin hat nun die Gelegenheit, vor Ablauf der Sanduhr in die Ehe einzuwilligen. Andernfalls würde sie von Jafar getötet werden. Und wir? Wir befinden uns im Verlies des Palastes. Du siehst, die Story ist nicht wirklich originell, aber sie funktioniert. Um die Prinzessin aus den Klauen des Großveziers zu befreien, musst du mehrere Hürden meistern. Dabei sind verschlossene Tore dein kleinstes Problem, denn die dazugehörige Öffnungsplatte ist garantiert irgendwo in der Nähe. Nein, ich rede von anderen Hürden, denn der Tod lauert an jeder Ecke. Denn der Palast des Sultans ist mit Tausenden von Fallen versehen. Diese können sein Stacheln aus dem Boden, guillotinartige Riesenklingen, die dich zweiteilen, magische Fallen, Lavaströme und so manch andere Sauerei. Ich frage mich allerdings schon, warum diese nur ausgelöst werden, wenn wir in unmittelbarer Nähe stehen, so als hätten diese einen Bewegungsmelder. Und das in dieser Epoche,
Aber was weiß ich schon über persische Technik? Um allen Gefahren trotzen zu können, hat der Prinz ein limitiertes, aber ausreichendes Moveset. Mit dem Steuerkreuz können wir nach links oder rechts rennen und mit der Pfeiltaste nach oben Anhöhen erklimmen. Mit der Sprungtaste kann der Prinz, wer hätte es gedacht, im Stand einen gezielten und im Sprint einen Weitsprung ausführen. Und dann wäre da noch die Aktionstaste, mit deren Hilfe der Prinz schleichen, sich an Vorsprüngen festklammern und Tränke konsumieren kann. Apropos die Tränke, nach denen solltest du immer Ausschau halten. Vielleicht ist dir schon deine Lebensanzeige links unten in Form von roten Flaschen aufgefallen. Deine Lebensenergie reduziert sich, wenn du beispielsweise einen Schwerthieb abbekommst oder von einer etwas höher gelegenen Plattform herunterfällst. Solltest du allerdings von einer zu hohen Klippe stürzen, stirbst du sofort. Das gilt auch, wenn du in Fallen fällst oder hineinläufst. Mit einer kleinen Ausnahme. Doch was hat das jetzt alles mit den Tränken zu tun? Naja, sollte sich deine Lebensanzeige minimieren, kannst du dich mit Hilfe der kleinen roten Tränke heilen. Doch sei gewarnt, es gibt nicht nur wohlwollende Tränke. Findest du kleine Flaschen mit blau aufsteigenden Rauch, so handelt es sich um Gift. Und verzehrst du dies, wird sich deine Lebensanzeige wieder minimieren. Dann wären da noch die großen Flaschen. Solltest du so eine finden, kannst du dich in den meisten Fällen drüber freuen, denn konsumierst du das Gebräu, so erweitert sich deine Lebensanzeige dauerhaft. In den meisten Fällen? Naja, es gibt auch Gebräu, die einen anderen Effekt heraufbeschwören. Das Gemeine an der Sache ist, dass du das nicht an der Flasche erkennst. Das heißt, hast du so eine konsumiert, kannst du das Level eigentlich gleich neu laden oder dich umbringen, weil du in den meisten Fällen sowieso sterben wirst. Gemein ist auch, dass manche Flaschen, die deine Lebensenergie zwar erweitern, in Fallen versteckt sind. Das heißt, du betrittst einen Raum und hast du diesen betreten, ist Entkommen aussichtslos. Eine Sache, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, ist das Kampfsystem. Ich erklärte eingangs, es sei ausgefeilt und setzte neue Maßstäbe. Ja, das galt für 1989. Im Prinzip ist das Kampfsystem sowie auch die Steuerung des Prinzen limitiert, aber es erfüllt seinen Zweck. Das Wichtigste überhaupt ist erstmal das Schwert zu finden, doch das findest du gleich im ersten Level. Ohne dieses Schwert ist ein Weiterkommen nicht möglich. Zumindest habe ich es nicht geschafft. Sobald wir das Schwert gefunden haben und einen Gegner sichten, wird der Prinz das Schwert automatisch ziehen. Du kannst es auch jederzeit wegstecken, nur das würde ich nicht empfehlen, weil meistens treffen dich die Gegner und ohne gezückte Waffe reicht ein Schlag und der Prinz beißt ins Gras. Im Kampf selbst haben wir zwei Optionen. Mit Steuerkreuz nach oben wird geblockt und mit der Aktionstaste können wir zustechen. Schaffen wir einen passenden Rhythmus, so lassen sich Block und Angriff miteinander verketten. Das sieht dann in etwa so aus. Das sieht zwar alles spektakulär aus und gibt auch ein exzellentes klangliches Feedback, aber am besten bin ich damit gefahren, dass ich ganz nah an den Gegner heranging und im richtigen Moment zustach. Und hast du es geschafft, den Gegner in die Ecke zu drücken, hast du schon gewonnen, weil aus dieser Lage kann er sich nicht mehr befreien. Positiv finde ich auch, dass du Gegner in Fallen führen und von Klippen stoßen kannst. Aber gegen wen wird denn eigentlich gekämpft? Nun, zu 90% bist du damit beschäftigt, dich gegen die Wachen des Palastes zu verteidigen. Diese unterscheiden sich allerdings nur durch die Farbe ihrer Gewandung und die Anzahl ihrer Lebensfläschchen. Zwar kämpfen die hochrangigen Wächter aggressiver als ihre Kollegen mit nur 3 Lebensfläschchen, aber im Grunde ist es der gleiche Kampf und ja, Abwechslung sieht meiner Meinung nach anders aus. Hin und wieder darfst du mal gegen ein Skelett antreten, aber das ist dann auch schon das Ende der Fahnenstange. Dafür kann das Game mit seinen Endgegnern punkten. Nach jedem dritten Level darfst du dich über einen schweißtreibenden Schwertkampf freuen. Jeder Endgegner wurde unterschiedlich designt und atemberaubend in Szene gesetzt. Dabei griffen die Entwickler teilweise sehr tief in ihre Trickkiste.
Hast du den Abschnitt mit den braunen Fliesen erreicht, so darfst du dich sogar über 3 Bosskämpfe freuen. Und hast du immer noch nicht genug, erwarte dich in Level 19 ein erbarmungsloser Boss-Marathon. Jetzt sollten wir noch klären, wie man das Spiel eigentlich durchspielt bzw. ein Level absolviert. Jedes Level hat einen Startpunkt, bei dem der Held, wer hätte es gedacht, startet. Und du musst, primitiv gesagt, einfach nur das Ende des Levels finden. Dieses wird durch eine große Tür gekennzeichnet. Nun musst du nur noch die Öffnungsplattform finden und siehe da. Das Level ist absolviert. Da darf man gerne auch mal tanzen. Das Design der Level ist unterschiedlich und steigert sich qualitativ mit unserem Fortschritt. Kleines Beispiel gefällig? Wir starten in den ersten Level als Gefangener. Klar ist, wir befinden uns in einem Gefängnis. Überall Leichen, Skelette, dunkle Gewölbe und tristes Mauerwerk. Doch je weiter wir emporsteigen, umso nobler wird die Einrichtung, wie bei diesem Beispiel, schöne Fliesen und schön designte Türen. Man sieht förmlich, dass man in höhere Sphären aufsteigt. Zeitweise kann es passieren, dass man in ein Loch fällt und sich in einer Art Hölle wiederfindet. Das finde ich ein kleines bisschen unrealistisch, aber was weiß ich schon über persische Paläste? Und wenn wir schon beim Thema Realismus sind, frage ich mich, wie viele Fallen braucht ein persischer Palast? Ich meine, in einem Gefängnis lasse ich es mir noch eingehen, dass die Insassen nicht abhauen, aber auf den oberen Ebenen? Stell dir doch mal vor, du bist dort als Wächter engagiert. Was sagt denn die Berufsgenossenschaft dazu? Ein falscher Tritt und du landest womöglich in einer Grube. Aber was weiß ich schon über persische Architektur? Hin und wieder wird eine Szene der Prinzessin eingeblendet, wie sie in ihren Gemächern steht und auf die Sanduhr starrt. Diese Szene soll dir deutlich machen, dass du das Limit von 120 Minuten nicht aus den Augen verlieren darfst. Denn kommst du zu spät oben an, dann... Besonders bemerkenswert finde ich, dass sich der Antagonist Jafar hin und wieder zeigt, um dir in die Suppe zu spucken. Er weiß ganz genau, dass du eine Gefahr für ihn bist. Wie hier zum Beispiel, du musst diesen Schalter aktivieren und plötzlich stehst du in einer Sackgasse. Jetzt könnte man denken, verdammt, ich muss das Level neu laden, aber warte mal ein bisschen ab. Wobei ich mich schon frage, wie so eine kleine Maus eine massive Bodenplatte betätigen kann. Aber was weiß ich schon von persischen Mäusen? Hast du es geschafft, trotz aller Widrigkeiten innerhalb des Zeitlimits Level 20 zu erreichen, so erwartet dich die letzte Hürde, der Kampf gegen Jafar. Wo liegen jetzt die gravierenden Unterschiede zum originalen Prince of Persia, da ich eingangs von einem Remake sprach? Nun, das Offensichtliche hast du schon bemerkt. Das Spiel bekam eine wunderschöne Grafik. Der Prinz sowie die Level sind wunderschön detailliert und allgemein macht es das Ganze zu einem sehr ansehnlichen Super Nintendo Spiel. Und das für 1992. Außerdem bekam das Remake eine musikalische Untermalung. Zwar hatte das Original auch Soundeffekte, doch blieben die Level eher stumm. Die Musik des Remakes ist orientalisch angehaucht und passt sehr gut zur Atmosphäre. Dabei variieren die Stücke von sehr ruhig zu sehr hektisch. Was mir auch manchmal zu viel Gedudel war, gerade wenn ich mich in schwierigen Level konzentrieren musste. Dennoch lässt sich der Soundtrack sehr gut hören. Man muss halt was für orientalische Musik übrig haben. Ein weiterer Punkt sind die Endgegner. Hatte das Originalspiel 4 an der Zahl, so glänzt das Remake mit 9. Und einem Bossmarathon. Außerdem wurde der Endkampf gegen Jafar epischer inszeniert. Außerdem wurde die Anzahl der Level erhöht. Musstest du im Originalspiel 13 davon meistern,
so musst du dich im Remake durch 20 quälen. Dafür wurde das Zeitlimit von 60 Minuten auf 120 erhöht. Das hört sich jetzt im ersten Moment nach viel Zeit an für nur 7 weitere Level, dennoch hatte ich hin und wieder Zeitdruck, da auch die Level erweitert wurden. Zwar blieben sie im Kern gleich, aber schau selbst. Der letzte Punkt, der mir auffiel, ist die Gewaltdarstellung in beiden Versionen. Zierte sich das Original nicht, dein Versagen mit rotem Lebenssaft zu dekorieren, so wurde im Remake alles herausgeschnitten. Zwar sieht man den Prinzen in den Fallen hängen oder von Guillotinen zweigeteilt, dennoch passiert alles ohne Blut. Ich glaube, diese Zensur wurde vom familienfreundlichen Konzern Nintendo auferlegt. Wobei es eine unzensierte japanische Version gibt, die sich allerdings nur durch diese Zusatzszene unterscheidet. Und dass man im Late Game hin und wieder ein Pentagramm sichtet. Wenn ich nun das Spiel bewerten muss, so muss ich zugeben, dass ich sehr wenige Kritikpunkte aufzuweisen habe. Das Spiel machte mir von Anfang bis Ende einfach nur Spaß. Das Spiel ist wunderschön designt und kann sich heute noch als ansehnliches Game betiteln. Die Lernkurve des Spiels empfinde ich für angemessen, da das Spiel wirklich leicht beginnt und dir genug Freiraum lässt, alle Aktionen zu erlernen. Zwar steigert sich der Schwierigkeitsgrad von Level zu Level, aber niemals unfair, eher Stück für Stück. Das Kampfsystem war seinerzeit eine Innovation, lockt allerdings heute keine mehr hinterm Ofen hervor. Zwar erfüllt es seinen Zweck, dennoch kann man sehr viele Kämpfe ganz leicht zu seinen Gunsten entscheiden, wenn man den Bogen raus hat. Auch das Gefühl, dass man immer den gleichen Gegner vor sich hat, hat mich irgendwann ermüdet. Jedoch macht das Design der Endbosse für mich vieles wieder gut. Ich glaube, mein größter Kritikpunkt ist das Zeitlimit. Das ist zwar alles machbar, hat aber hin und wieder zu ungewolltem Stress geführt, wobei man das auch wieder positiv für die Atmosphäre auslegen kann. Jedoch nur zum Verständnis, beim Originalspiel hatte ich nie das Gefühl, zu wenig Zeit zu haben. Der Zeitdruck kann allerdings entschärft werden, da das Remake dir ein Passwortsystem beilegt und du das Spiel nicht mehr an einem Stück durchrocken musst. Kurz zusammengefasst, Prince of Persia wird für mich immer ein Evergreen auf dem Super Nintendo bleiben. Möchtest du es mal ausprobieren, sei es das Original oder das Remake, so kann ich dir verraten, dass du es kostenlos in einem Browser spielen kannst. Die Links sind unten in der Beschreibung. Wie stehst du zur Prince of Persia-Reihe? Was waren deine ersten Berührungspunkte? Lass es mich in den Kommentaren wissen. So bleibt mir nur noch Danke zu sagen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Servus, euer Remulator.